Ich begrüße zu meiner Rechten, zu eurer Linken, zu ihrer Linken Andrea Kirchhartz, Simultanübersetzerin für Claude Lanzmann, der auf Französisch sprechen wird und von Andrea übersetzt wird ins Deutsche. Ganz links, zu meiner Seite, rechts, zu ihrer Seite, Hermann Gremlitzer, Herausgeber von Konkret. Klaus Teweleit, links neben mir, Kulturtheoretiker, so nennt man das ja wohl. Und ich bin Max Dax. Und ganz herzlich begrüße ich Claude Lanzmann, der die Reise aus Paris hierher angetreten hat, um heute Abend mit uns zu diskutieren über Pourquoi Israel. Ich bin Claude Lanzmann das letzte Mal begegnet am 16. November in Paris. Ich habe ihn dort interviewt für die Zeitung Der Freitag, anlässlich des Vorfalls am 25. Oktober. Und ein Satz, den Claude Lanzmann mir dort gesagt hat, auf den möchte ich ihn ansprechen, der für mich ein zentraler Satz war. Es ist, er hat gesagt, dass Pourquoi Israel nichts von seiner Aktualität verloren hat, dass dieser Film keinerlei Patina angesetzt habe. Und ich möchte ihn fragen, wie aktuell ist Warum Israel, Pourquoi Israel heute? C'est à moi qu'il parle. Oui. Ja, die Frage geht an dich. Ist die Frage an mich gerichtet? An Claude. Ja, oui, à Claude. D'abord, avant de répondre à cette question, je trouve un peu provocatrice. Bevor ich auf diese etwas provokante Frage antworte. Je voudrais dire que je suis très, très impressionné par cette salle. Möchte ich doch erst sagen, dass ich beeindruckt bin, wie voll dieser Saal ist, von diesem vollen Saal. Je suis arrivé tout à l'heure de Paris et je repars demain matin. Ich bin gerade jetzt aus Paris gekommen und bin morgen früh schon wieder weg. Vivant, j'espère. Ich hoffe lebend. Et je découvre ce bâtiment étonnant qui s'appelle le, qu'on appelle le bunker, je crois. Und entdecke hier dieses etwas seltsame Gebäude, was man Bunker nennt. Et puis la projection avec ses quatre écrans, une projection complètement impeccable, synchrone. Und dann hier eine Vorführung auf vier Leinwände gleichzeitig, die absolut synchron und fehlerlos abgelaufen ist. Et que j'ai vu le dernier quart d'heure du film et que j'ai regretté de ne pas être assis, de ne pas avoir été assis dans la salle avec eux depuis le début du film, car j'aurais aimé le revoir. Ich habe jetzt nur die letzte Viertelstunde des Films mir nochmal angeschaut und habe dabei bedauert, nicht unter dem Publikum den ganzen Film über gesessen zu haben. Ich hätte mir den Film gerne auch nochmal angeschaut. J'aurais aimé le revoir parce que j'aime ce film. Ich schaue ihn mir gerne nochmal an, weil ich den Film sehr mag. Et j'aurais aimé le revoir avec eux. Und ich hätte ihn gerne mit euch zusammen nochmal gesehen. Peut-être ont-ils compris en voyant le film que l'Allemagne joue un rôle très important dans ce film. Sie werden wahrscheinlich bemerkt haben, dass Deutschland in diesem Film eine sehr bedeutende Rolle spielt. Et il faut essayer de comprendre pourquoi chaque fois que moi j'entends le. En ce moment, je ne suis pas en train de
d'avoir une discussion idéologique, mais chaque fois que j'entends Gerd Granard, le fils du grand acteur Alexander Granard, chanter les chansons spartakistes, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, et chanter les chants de la guerre d'Espagne, du bataillon de la brigade Tellmann, etc. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Jedes Mal, wenn ich den Film wieder sehe und vor allen Dingen, wenn ich Gerd Granach sehe, den Mann mit dem Akkordeon in dem Film, der Sohn des großen Schauspielers Alexander Granach, jedes Mal, wenn ich ihn sehe und wenn ich höre, dass er diese alten Spartakisten-Lieder singt, die Lieder des Spanischen Bürgerkriegs, ich habe jedes Mal wieder Tränen in den Augen. Cet homme-là exprime beaucoup de choses que j'ai comprises au cours de mon premier voyage en Israël en 1952. Enfin, c'est une extraordinaire nostalgie pour l'Europe, de l'Europe. Gerd Granach drückt mit diesen Liedern für mich viel von dem aus, was ich empfunden habe und wahrgenommen habe, als ich 1952 das erste Mal in Israel gewesen bin, nämlich diese enorme Sehnsucht nach Europa in Israel. Sehnsucht, oui. Et j'en ai connu beaucoup qui ne résistaient pas à cette nostalgie et qui, après beaucoup d'efforts d'intégration là-bas, revenaient tenter de vivre en Europe. Und ich habe viele kennengelernt damals, die mit dieser großen Sehnsucht nicht zurechtgekommen sind und die nach vielen und harten und schweren Versuchen, sich in Israel zu integrieren, doch wieder zurückgegangen sind und versucht haben, wieder in Europa zu leben. Bon, mais et puis il y a pas que ça. On voit les Juifs allemands dans ce film qu'ils disent tout ce qu'ils ont apporté à la construction d'Israël. Und weitere deutsche Aspekte in diesem Film sind ja neben dem Gerd Granach auch noch die deutschen Juden, die man sieht, die eben aufzählen, was sie für den Aufbau Israels geleistet haben. Et on voit également la réconciliation, le jumelage entre deux villes, la ville israélienne de Dimona et la ville d'Andernach sur le Rhin. Und dann sieht man ja auch noch die Städtepartnerschaft, die geschlossen wird zwischen der israelischen Stadt Dimona und der deutschen Stadt am Rhein Andernach. Donc ça, je suis moi ce soir particulièrement ému de revoir une partie de ce film ici devant ce public très dense et je pense que c'est vraiment vraiment difficile de parler de ce film aussitôt après l'avoir vu. Es ist für mich also heute Abend sehr bewegend, diesen Film hier in Deutschland vor so einem vollgepackten Saal zu sehen oder einen Teil dieses Films nochmal wiedergesehen zu haben. Und darüber hinaus glaube ich, dass es ziemlich schwierig ist, über diesen Film zu reden, direkt nachdem man ihn gesehen hat. Parce que toutes les questions qu'on peut poser elles sont déjà dans le film et elles sont au-dessous du niveau du film. Denn alle Fragen, die man stellen könnte, sind schon im Film enthalten und sind auch unterhalb, also unterliegen diesem Film. Parce que ce film n'est en aucune façon un film de propagande. Ça n'est pas un film qui masque la vérité, ça n'est pas un film qui cache les faiblesses, les contradictions, tout ce qui ne va pas, toutes les difficultés de la naissance volontariste d'une nation.
Denn dieser Film ist ein Film, der in keinster Weise ein Propagandafilm ist. Es ist ein Film, der nichts beschönigt, der die Wahrheit nicht beschönigt, der alle Schwierigkeiten aufzeigt, der aufzeigt das, was nicht funktioniert, das, was nicht klappt, in diesem selbstgewählten Versuch einer Neustaatenbildung. Mais il y a en même temps, de ma part, et ça je ne peux pas le cacher, il y a ce qu'on appelle pas une sympathie, mais une empathie. Même quand je donne la parole aux critiques, quand je laisse libre carrière à tout ce que je n'aimais pas alors. En Israël, il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas, mais disons que dans l'ensemble, et je crois que c'est la seule façon de faire une œuvre et de comprendre, c'est précisément de... On peut tout dire, mais il faut avoir un point de vue vrai. Et je pense que j'avais, moi, un point de vue vrai sur ce pays. Et comme l'a dit Max Dax tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle ce film, le film est daté. Il est daté parce que nous sommes en... 2010 et que la première du film a eu lieu en 1973 au festival de New York. Ça fait donc 37 ans. Enfin, c'est incroyable. Ça se voit d'ailleurs. Il suffit de me regarder là maintenant et de me voir sur l'écran. Oui. Andererseits, also es ist kein Film, kein Propagandafilm, es ist kein Film, der etwas beschönigt, aber was meine Haltung angeht, mit der ich diesen Film gemacht habe, das kann ich nicht verneinen, es ist eine empathische Haltung. Nicht sympathisch, sondern empathisch. Ich habe, selbst wenn ich die Leute habe reden lassen, die von den negativen Seiten geredet haben, wenn ich Leute habe reden lassen, die mir gar nicht gefielen oder über Dinge geredet haben, die mir in Israel nicht gefallen haben, und mir haben damals viele Dinge nicht gefallen, ich habe sie reden lassen, es musste aber immer eine empathische Haltung sein, es musste etwas Wahres drin sein. Und das ist meines Erachtens auch die einzige Haltung, diese Suche nach etwas Wahrem, mit der man ein solches Kunstwerk machen kann. Und das ist auch der Grund, weswegen, um auf Max' Frage einzugehen, warum ich sagen kann, dass dieser Film nicht veraltet ist. Er ist gealtert, das ist klar. Wir haben heute das Jahr 2010 und der Film hatte seine Uraufführung 1973 auf dem Filmfestival in New York. Das ist so lange her. Man sieht, man braucht nur mich anzuschauen, um zu sehen, wie die Zeit vergangen ist. Das ist klar, dass das 37 Jahre sind, genau. Trotzdem ist der Film nicht veraltet, weil er halt diese Haltung, diese wahrhafte Haltung hat. Le film est daté, donc, historiquement daté. Mais il n'a pas vieilli. Es ist also ein Film, der historisch datiert werden kann, der genau der Entstehungszeitpunkt kann genau benannt werden, aber er ist nicht veraltet. Il n'a pas de rides, no wrinkles. Und er hat keinerlei Falten angesetzt. C'est pourquoi moi je suis capable de le revoir avec la même émotion et je sais que tous les gens qui revoient le film, qui le revoient en DVD, il y a un très beau DVD du film. Le film a une présence, une éternité, une sorte d'immortalité. Deswegen kann ich mir diesen Film auch immer wieder noch einmal anschauen und ich weiß auch von anderen, von dem Publikum, wenn sie den Film noch mal wiedersehen, er ist ja auch auf DVD erschienen, auf einer sehr schönen DVD. Dieser Film hat eine Präsenz und eine gewisse Unsterblichkeit. Et Shoah, c'est pareil, d'ailleurs. Für meinen anderen Film Shoah gilt das übrigens auch. Oui. C'est parce que je crois que j'ai une relation au temps, à la temporalité tout à fait singulière et que le temps s'arrête pour moi quand je crée
une œuvre. Le temps cesse de passer, il y a une suspension du temps. Und ich glaube, ça c'est dans ma nature. Und ich glaube, das trifft deswegen auf meine Filme zu, weil ich einen besonderen Zugang zur Zeit habe, zur Zeitlichkeit. Wenn ich einen Film anfange, hört für mich die Zeit auf, vorwärts zu schreiten. Das ist etwas, was wohl in meinem Wesen liegt. J'ai formulé cela de la façon suivante, à propos de Shoah, mais c'est valable pour Pourquoi Israël et mes autres films aussi. Je dis ceci, le temps, pour moi, n'a jamais cessé de ne pas passer. Essayez de traduire ça. Für meinen Film Shoah habe ich das einmal so formuliert. Das gilt für diesen Film, für Warum Israel und auch für meine anderen Filme auch. Und zwar habe ich gesagt, für mich hat die Zeit niemals aufgehört, aufzuhören. Seht ihr das? Recommencer. Start again. Für mich hat die Zeit niemals aufgehört, stillzustehen. Le temps pour moi n'a jamais cessé de ne pas passer. Ah, nicht stillzustehen. Für mich hat die Zeit niemals aufgehört, nicht stillzustehen. Ce qui donne à la fois la suspension du temps, l'arrêt du temps dont je parlais, et en même temps l'écoulement inexorable du temps quand même. Le temps darin passe. Enthalten ist eben sowohl, was ich vorhin meinte, dieses Stillstehen der Zeit, die Aufhebung der Zeit und gleichzeitig natürlich das unaufhörliche weiter Voranschreiten der Zeit. Mais bon, ça va, je... ist das eine Antwort? Ja. Oui. Oui. Wir haben in Specs, als wir oder als Jan Kedwesch und ich Claude Lanzmann vor mittlerweile auch schon 3 Jahren Claude Lanzmann interviewt haben, den Artikel überschrieben mit wie Claude Lanzmann die Zeit besiegt hat. Das bezog sich zwar auf Shoah, aber man kann es tatsächlich, glaube ich, auch auf Pourquoi Israel beziehen. Und ich denke, das liegt auch daran, dass es eben kein reiner Dokumentarfilm ist, sondern ein Film ist, der eben ganz klar eine Autorenhandschrift trägt von Claude Lanzmann. Da gibt es also inszenierte Szenen in dem Film, die gegengeschnitten sind mit Aufnahmen, die er einfach gesehen hat oder auch tatsächlich dokumentarischen Aufnahmen. Aber am Ende ist es eine Montage, die eine Autorenhandschrift trägt. Von daher die Frage an Claude Lanzmann auch nochmal, inwiefern er selber den Film als Autorenfilm bezeichnen würde. Aber je te remercie de consentir à dire cela quand même. Ich bin dir dankbar dafür, dass du das genauso siehst, ja. Je comprends pas du tout ce que ça signifie. Où est le matériel d'archives? Il n'y a pas une seconde de matériel d'archives dans ce film. C'est ce que j'avais dit. Bon, et il n'y en a pas non plus dans... Mais c'est ce qu'il a dit, justement. Donc c'est la signature, C'est la signature, c'est... C'est des visions personnelles. C'est des visions personnelles, ce sont des visions créatrices, camarades. Das ist nicht nur ein Person, es ist nicht nur ein Film, der eine persönliche Hand trägt, es ist eine künstlerische Handschrift. Das ist natürlich ein künstlerischer Schaffens. Ce sont des visions de liberté, c'est tout. Enfin. Das ist Ausdruck einer Vision der Freiheit. Ça me paraît tellement évident et tellement aller de soi, on dit en allemand quoi, das gehört dazu, non? Das versteht sich von aller selbst. Das versteht sich, ja. Que ça ne vaut même pas la peine de le dire ou de le, de relever. Mais il faut que vous compreniez une chose à propos de ce film. C'est un... Pour commencer, je ne suis pas synchrone avec l'histoire. Um nochmal auf den Film, was man verstehen muss, wenn man sich diesen Film anguckt. Zunächst mal, ich bin nicht synchron mit der Geschichte. L'État d'Israël a été créé en 1948, en
1948-1949, je ne m'occupais pas du tout d'Israël. C'était très loin de mes pensées. J'étais à Berlin pendant le Berlin blockadé et le Luftbrücke. J'étais en Allemagne. C'était pas du tout en Israël. Also der, wenn man bedenkt, also Israel ist im Mai 1948 gegründet worden und damals habe ich mich für alles interessiert, aber ganz bestimmt nicht für Israel. Ich war damals in Deutschland, in Berlin, zur Zeit der Luftbrücke, zur Zeit der Blockade West-Berlins. Bon. Et je ne suis même pas sûr d'avoir su que l'État d'Israël soudain allait exister le 14 mai 1948. Je ne crois pas, je ne peux pas le jurer. Ich bin mir nicht mal sicher, ich könnte es nicht beschwören, aber ich glaube fast, ich bin mir gar nicht bewusst gewesen, dass am 14. Mai 1948 der Staat Israel gegründet worden ist. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Je m'intéressais véritablement à autre chose. Ich habe mich damals wirklich für andere Sachen interessiert. Alors j'avais, en tant que juif, j'avais connu l'antisémitisme avant la guerre en France. Als Jude hatte ich den Antisemitismus, den französischen Antisemitismus vor dem Krieg kennengelernt. L'antisémitisme français. Den französischen Antisemitismus, ja. Et puis je l'ai connu pendant l'occupation allemande en France. Und dann während der deutschen Okkupation, Besetzung Frankreichs. Bon, et j'étais membre de la résistance française. Ich war Mitglied der französischen Résistance. J'étais, à partir de 1943, j'étais jeunesse communiste. Ab 1943 war ich Mitglied der kommunistischen Jugend. Et c'est moi qui ai vraiment créé et organisé toute la résistance au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Und ich war derjenige, der in dem Gymnasium Blaise Pascal in Clermont-Ferrand den Widerstand organisiert und aufgebaut hat. Avant de partir pour le maquis et de combattre véritablement les Allemands les armes à la main. Bevor ich dann in den Untergrund gegangen bin und bewaffnet gegen die deutsche Besatzung Widerstand geleistet habe. Je raconte tout cela dans mon livre Le Lièvre de Patagonie, qui sera publié à l'automne par Rowohlt. All das erzähle ich auch in meinem Buch Der Patagonische Hase, wenn das der deutsche Titel sein wird, was im Herbst bei Rowohlt erscheinen wird. Bon, mais après la guerre, la question se posait de vivre, comment vivre. Aber nach dem Krieg stellte sich natürlich die Frage, wovon leben? Comment vivre avec les Français? Comment leur rendre leur sourire quand ils souriaient? C'était des questions très, très difficiles parce que l'occupation allemande a été un grave traumatisme pour ceux qui ont survécu. Für diejenigen, die überlebt hatten, war die deutsche Okkupation in Frankreich ein schwerwiegendes Trauma und es stellte sich auch für mich die Frage, wie kann ich in Frankreich weiterleben, wie kann ich damit umgehen, wenn Franzosen zu mir kommen und mich anlächeln. Et moi, ce qui a été très important et qui a été un facteur déclencheur dans ma vie et qui m'a permis de rester en France, c'est un livre de Jean-Paul Sartre, Les réflexions sur la question juive, was für mich ausschlaggebend, publié en 1945. Was für mich ausschlaggebend war ein französisches Buch von Jean-Paul Sartre, Überlegungen über die jüdische Frage, das 1945 veröffentlicht wurde. Und das war für mich der Auslöser, dass ich in Frankreich leben bleiben konnte. Alors dans ce livre, il y a des choses qui aujourd'hui encore sont
inoubliable. Il y a un portrait de l'antisémite absolument magnifique, magistral, et qui n'est pas dépassable. In diesem Buch sind viele Dinge enthalten, die heute noch völlig gültig sind. Vor allen Dingen beinhaltet es ein meisterhaftes Porträt des Antisemiten, was absolut nicht veraltet ist. Il y a une description de ce qu'il appelle les conduites inauthentiques chez les Juifs, c'est-à-dire les Juifs qui ont honte d'être Juifs et qui se sentent en danger là-bas sur l'autre Juif. Es gibt da drin auch die Beschreibung der nicht authentischen, der unauthentischen Verhaltensweisen von Juden, also Juden, die sich dafür schämen, Juden zu sein und sich nicht authentisch verhalten. Et il a en outre cette idée que ce sont les antisémites qui créent les Juifs et que s'il n'y avait pas d'antisémites, il n'y aurait pas de Juifs. Und unter anderem beinhaltet das Buch auch die Idee, dass es die Antisemiten sind, die den Juden schaffen. Und wenn es keine Antisemiten gäbe, gäbe es auch keine Juden. Quand on sortait de la guerre, c'est-à-dire sortir de la guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de la peur, sortir de la honte, parce que la honte a toujours accompagné cela. Donc, entendre une pareille thèse, c'était, comment dit-on ça, c'était, cela a aidé beaucoup. Nach dem Krieg, und nach dem Krieg muss man natürlich verstehen, nach dem Ende der Angst und nach dem Ende der Schande, was beides eng mit diesem Krieg verbunden war, nach dem Krieg so ein Buch zu lesen, das war wirklich etwas, was hilfreich war. Mais c'était faux. Bis darauf, dass er natürlich Unrecht hatte, Sartre. C'était faux. Ce ne sont pas les antisémites qui créent les Juifs. Es sind nicht die Antisemiten, die die Juden schaffen. J'ai éprouvé cela moi-même directement, parce que après avoir été lecteur à l'université, à la Freie Universität de Berlin, je suis parti clandestinement dans la DDR, Deutsche Demokratische Republik. Ich selber habe das am eigenen Leib erfahren, und zwar als ich nämlich Dozent an der Freien Universität in Berlin war, bin ich heimlich, also heimlich in die DDR rübergegangen. Clandestinement, parce que les Russes n'avaient pas voulu me donner de visa. Und zwar deswegen heimlich, weil die Russen mir kein Visum, kein Einreisevisum hatten geben wollen. Ils me disaient, vous écrirez pour la presse capitaliste. Enfin, c'était la guerre froide. Es war ja schon im Kalten Krieg, und es hieß damals, Sie schreiben für die kapitalistische Presse, und deswegen als Journalist durften Sie nicht reinkommen. Donc j'ai profité de la Leipziger Messe, de la foire de Leipzig, pour m'échapper et pour aller tout seul en DDR, en Allemagne de l'Est, où j'ai passé là-bas presque 3 semaines. Je n'avais pas de visa, pas de papier. Je couchais dans les parcs, je couchais dans les squares. Et si jamais j'avais été pris, je ne sais pas où j'aurais fini en Sibérie. Deswegen habe ich die Leipziger Buchmesse genutzt, um heimlich eben in die DDR reinzugehen, ohne Papiere, ohne ein Visum, ohne irgendetwas. Ich bin ungefähr 3 Wochen in der DDR geblieben und habe auf den Straßen geschlafen, in Parks geschlafen. Wenn ich erwischt worden wäre, wenn mich irgendjemand erwischt hätte, ich weiß nicht, was passiert wäre, ich wäre vielleicht nach Sibirien geschickt worden. Et j'avais quelques adresses de pasteurs, de pfarrer allemands à Dresden, à Jena, à Halle, etc. Das Einzige, was ich hatte, waren ein paar Adressen von einigen Priestern, Pfarrern in Deutschland, in Jena, in Halle. Dont on m'avait dit, ils pourraient vous aider, quand j'arrivais, ils se mettaient à trembler complètement. Man hatte mir gesagt, die können Ihnen vielleicht helfen, aber wenn ich dann ankam, haben die vor Angst angefangen zu zittern, wenn sie mich kommen sahen. Bon,
Très bien, rien ne m'est arrivé, c'est un miracle. J'ai quand même écrit une dizaine d'articles. Et j'ai envoyé cela au journal Le Monde, à Paris, où je ne connaissais personne. Et c'était plutôt favorable à la DDR. Et trois jours plus tard, Le Monde m'a appelé en me disant qu'ils publiaient ce reportage qu'ils ont intitulé « L'Allemagne derrière le rideau de fer »« Behind the Iron Curtain ». Wie durch ein Wunder ist mir ja nichts passiert. Ich bin da halt wieder rausgekommen und ich habe über diese drei Wochen in der DDR eine Artikelserie geschrieben, ungefähr 10 Artikel, die ich einfach an die Zeitung Le Monde geschickt habe, ohne da irgendjemanden zu kennen. Und wieder wie durch ein Wunder, drei Tage später ruft man mich an, um mir zu sagen, die Artikel werden veröffentlicht. Es waren Artikel, die eigentlich eher positiv zur DDR, die DDR eher positiv dargestellt haben und sie bekamen dann den Titel Deutschland hinter dem eisernen Vorhang. Bon, et après cela... Alors, en 1952, j'ai décidé d'aller faire la même chose, un reportage, toujours pour Le Monde, en Israël. Und danach, nach dieser Reportage, habe ich dann beschlossen, dasselbe mit Israel zu machen, 1952 nach Israel zu gehen und für Le Monde eine Reportage zu schreiben. Et la découverte d'Israël a été un très grand choc. À savoir la découverte de la particularité, de la singularité juive, où j'ai compris que ce n'étaient pas les antisémites qui créaient les juifs, mais que les juifs existaient depuis très longtemps et que c'était un peuple têtu d'une ancienne et haute culture qui avait apporté des choses essentielles au monde. Für mich war die Entdeckung Israels ein wirklicher Schock. Ich habe da in Israel begriffen, dass es eben die These von Sartre nicht stimmt, dass es nicht die Antisemiten sind, die die Juden schaffen, sondern dass es eine jüdische Besonderheit, eine jüdische Singularität gibt, dass das jüdische Volk ein Volk ist, was seit Jahrtausenden existiert, eine eigene Kultur hat und so weiter und so fort. All das habe ich in Israel begriffen. Mais tout ça me posait à moi des questions personnelles très profondes et j'ai compris que je ne pourrais jamais écrire le reportage que j'avais envisagé de faire. Aber all das hat für mich persönlich sehr persönliche Fragen aufgeworfen und mir ist klar geworden, dass ich diese Reportage über Israel nicht schreiben konnte. Pourquoi est-ce que dans les pages, dans les colonnes d'un journal, je parlerai de moi aussi intimement que j'éprouvais le besoin de le faire. Je me disais, c'est impossible, tu ne peux pas, il y aura quelque chose d'obscène à faire cela. Mir ist klar geworden, dass es etwas Obszönes an sich hätte, wenn ich diese intimen Fragen, diese persönlichen Fragen, die ich mir gestellt habe und über die ich schreiben wollte, in den Spalten einer Zeitung veröffentlicht hätte. Bon, et au bout de 4 mois, je suis rentré en France. Und nach 4 Monaten bin ich zurück nach Frankreich. Et j'ai raconté tout ça à Sartre et à Simone de Beauvoir. J'ai dit à Sartre, vous vous trompez. Les Juifs existent sans les antisémites. Comme c'était un homme d'une grande bonne foi, il m'a dit, vous avez raison. Et je lui ai expliqué que je ne pouvais pas écrire pour Le Monde. Il m'a dit, alors écrivez un livre. Ich habe über dieses Problem mit Sartre und Simone de Beauvoir geredet und ich habe auch Sartre gesagt, sie vertun sich, die Juden existieren, es sind nicht die Antisemiten, die sie schaffen. Da Sartre ein sehr gutgläubiger Mensch war, hat er gesagt, das stimmt wohl, dann hat er mir geglaubt und hat gemeint, dann schreiben Sie doch darüber ein Buch. Und j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et je me suis mis à écrire un livre. J'ai écrit à peu près 100 pages. Qui n'était pas mauvaise. Et puis je me suis arrêté. Je ne pouvais pas aller plus loin. Mes questions n'avaient pas de réponse dans le plan où je me les posais. J'étais trop jeune. Il fallait que je grandisse, que je vieillisse, que je mûrisse.
Die Idee mit dem Buch erschien mir eine gute Idee und ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Ungefähr 100 Seiten hatte ich schon geschrieben und die waren gar nicht mal schlecht. Aber ich habe dann aufgehört, weil ich wieder festgestellt habe, dass die Fragen, die ich mir gestellt habe, ich in der Ebene nicht beantworten konnte. Ich war im Grunde einfach noch zu jung. Ich musste noch wachsen, ich musste älter werden, ich musste reifen. Alors, 20 ans plus tard, donc ce reportage non réalisé, non accompli, et ce livre avorté sont devenus ce film. Voilà, c'est comme ça. Ce film, Pourquoi Israël, c'est un reportage non réalisé et c'est un livre avorté. Und so hat es dann 20 Jahre gedauert, 20 Jahre später, nach dieser nicht geschriebenen Reportage und nach dem abgebrochenen Buch, ist dieser Film entstanden. Et je l'ai tourné assez vite, parce que je savais ce que je voulais montrer. La scène, par exemple, je sais pas, vous avez dû voir ça, c'est un exemple. La scène des Américains, des Juifs américains au supermarché à Jérusalem. Ich habe diesen Film ziemlich schnell drehen können, weil ich 20 Jahre später wusste, was ich zeigen wollte und wie ich es zeigen wollte. Nur um ein Beispiel zu nennen, Sie haben den Film ja gerade gesehen, die Szene mit den amerikanischen Juden im Supermarkt. Qui s'extasie en extase parce qu'il voit du pain juif, Jewish bread. Die in Ekstase geraten darüber, dass sie jüdisches Brot in einem Supermarkt finden. Des boîtes de thon juif, Jewish tuna. Die jüdischen Thunfisch entdecken. In pure oil. In reinem Öl. It is very amazing, this deal. Und die sagen, das ist ja völlig verblüffend, das ist ja unglaublich. Bon. Et je les ai trouvés par hasard. Diese Amerikaner habe ich durch Zufall getroffen. Et je leur ai dit, voilà ce que moi j'ai éprouvé la première fois que je suis venu dans ce pays. Je leur dis, est-ce que vous ressentez la même chose que moi? Ich habe ihnen erzählt, dass ich das genauso empfunden hatte, als ich das erste Mal nach Israel kam, und habe sie gefragt, empfinden Sie das auch so? Ils m'ont dit oui. Das haben sie bejaht. Alors je leur ai dit, allez. Je les ai pris dans leur autobus et je les ai emmenés dans un supermarché de Jérusalem. Je leur ai dit, je m'en vais. Vous jouez la scène. Et ils l'ont joué magnifiquement. Daraufhin habe ich gesagt, gut, dann los jetzt. Ich habe sie in ihren Autobus gepackt. Wir sind zu einem Supermarkt gefahren. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt weg, aber ihr spielt mir jetzt die Szene vor, wie das war. Und sie haben sie wunderbar gespielt. Je ne me moque pas d'eux du tout. C'est moi qui ai vécu cela. Alors le film, un des sens profonds du film, le film, pour commencer, ça se voit avec les ouvriers israéliens. Il y a un aspect profondément ludique dans ce pays, de jeu. Ich will klarstellen, ich habe mich über diese Amerikaner nicht lustig gemacht, weil so wie Sie es empfunden haben, habe ich es ja eben auch genau empfunden. Und das gilt auch für die Szenen, wenn die Gespräche mit den Fabrikarbeitern und mit den anderen. Es gibt ein spielerisches Element in Israel. Qu'est-ce que c'est que pourquoi Israël? C'est ce pays où tout le monde est juif, vu par un juif de la diaspora, comme moi, et qui est là, qui s'étonne complètement et qui, pour lequel la normalité, l'État juif, ils veulent faire un État normal. La normalité, c'est la normalité absolue, L'A, privatif. Essayez de traduire ça. Deswegen heißt der Film eben Warum Israel, weil er ein Land zeigt, was nur von Juden bewohnt wird, aber aus den Augen eines nicht in Israel lebenden Judens, also eines Judens aus der Diaspora, der diese Normalität, die der Staat anstrebt, denn Israel möchte ja ein normaler Staat werden, eben erkennt als das Anormale. Die Normalität Israels ist das Anormale. La petite femme flic, à qui je demande dans le film, qu'est-ce que ça vous fait d'arrêter des Juifs?
Bon. Ja. Elle comprend pas ma question. Man sieht, dass die die Verkehrspolizistin, die Polizistin, die ich frage, was bedeutet das denn für Sie, wenn Sie einen Juden verhaften? Sie versteht die Frage überhaupt nicht. Sie weiß überhaupt nicht, was ich damit meine. Elle dit, mais je comprends pas ce que vous voulez dire. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. J'ai jamais arrêté un Arabe, elle dit. J'ai toujours arrêté rien que des Juifs. Bon. Sie kann es nicht verstehen. Sie sagt, ich habe doch immer nur Juden verhaftet. Ich habe doch noch nie einen Araber verhaftet. Sie versteht die Frage nicht. Enfin, y a beaucoup de scènes comme ça qui sont des scènes. Des scènes drôles. Claude. Wenn ich so viel rede, höre ich jetzt auf. Ich höre auch sehr gerne zu. Und das Stichwort Normalität, Anormalität durchzieht. Durchzieht den ganzen Film. Aus der abgebrochenen Reportage wird ein abgebrochenes Buch, wird Jahre später ein Film. Zur Normalität oder Anormalität des Staates. Hallo? Ah, okay. Gehört dazu, dass Kriege gekämpft wurden und der Zufall wollte es, dass zur Premiere von Pourquoi Israel 1973 in New York der Yom Kippur-Krieg ausbrach. Man kann also möglicherweise von außen betrachtet sagen, da erscheint also ein Film auf der Weltbühne und er ist eigentlich schon wieder nur Momentaufnahme, weil ein neuer Krieg eine neue Tatsache schafft. Ich möchte Klaus Teveleit fragen, wie er sich das erklärt, dass vielleicht gerade der Umstand, dass Pourquoi Israel eine Momentaufnahme zeigt, den Film möglicherweise hat überdauern lassen. Ja, Momentaufnahme weiß ich gar nicht. Aber ich würde gerne nochmal an den Punkt anknüpfen, warum und aktuell, was heißt hier Aktualität? Und da kommen da zwei verschiedene Stränge ins Spiel. Das eine ist, man kann das Aktuelle begreifen unter politischen Gesichtspunkten, gleich die Situation Israels damals, der heute, würde man sagen, in vielen Punkten nicht. Es gibt natürlich heute viel weniger Naivität, bestimmte Aussagen, angehäufte Geschichte des Konflikts mit Palästina, den arabischen Ländern und alles das. Auf der Ebene könnte man sagen, ist er nicht rasend aktuell. Aber Aktualität bestimmt sich beim Film, glaube ich, ganz anders. Und wenn ich dann da von meinem Sehen ausgehe, ich habe von Claude Lanzmanns Film zuerst Shoah gesehen. Shoah oft gesehen, mehrmals gesehen, in Einzelbildern analysiert, drüber geschrieben, die Verfahren beschrieben. Danach habe ich Zahal gesehen, Jahre später, und noch später Sobibor, der ja auch der jüngste von diesen Filmen ist. Die ersten, also Shoah und Sobibor, sich direkt mit der Shoah befassen, Zahal mit der Situation im Inneren Israels, der ähnelt Pourquoi Israel von daher mehr als die anderen, weil er ein Interviewfilm oder, sagen wir mal, Gesprächsfilm, denn es sind eigentlich keine Interviews, was Claude Lanzmann macht, eine bestimmte Sorte Gespräche, da aber hauptsächlich um das Thema Armee zentriert, wo sich herausstellt, wie auch in diesem Film, es gibt eine bestimmte Wahrnehmung in Israel, die alle, die dort leben, mehr oder weniger teilen, auch die pazifistischen Leute insoweit teilen, dass sie wissen, dass sie in die Armee gehen müssen, dass sie von Ländern umgeben sind, die die Auslöschung Israels proklamieren. Und in Zahal sagen alle, die sagen, wir sollen weg, dann machen die das auch. Wir wissen das aus der Geschichte, Leute, die so reden, wenn sie können, machen das. Wir müssen uns also verteidigen, wir brauchen von daher diese Armee. Das ist ein sehr viel schärfer ausformulierter Punkt der israelischen Identität, wenn man das so nennen will, als in Pourquoi Israel. Und für mich das Überraschende jetzt, den ich zuletzt gesehen habe von den Filmen, denn Pourquoi Israel kenne ich nicht, dass die meisten Verfahrensweisen von Claude Lanzmann filmisch, die ich in den späteren Filmen sehe, in diesem schon da sind. Und das ist etwas sehr Merkwürdiges.
Das ist nicht einfach die Montageweise der Filme, dass man dokumentarisch was aufnimmt und hintereinander montiert. Er selbst hat ja eben, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese vier medialen Schritte, kann man so sagen, ins Spiel gebracht, dass er erst den Artikel über die DDR, die er geschrieben hat, die Artikelserie, die kennt heute keiner mehr. Dass er gemerkt hat, dass selber mit Israel, das geht nicht, das würde nicht funktionieren. Was hat er da bemerkt? Er hat gemerkt, dass Zeitungsartikel, wenn er in einer Zeitung schreiben würde, ich habe einen Hafenarbeiter gesprochen, der sagt, nein, nicht Klassenkampf, sondern mich stört es nicht, dass es Reiche gibt. In einem Land muss es alles geben. Es muss hier alles geben. Und wenn wir streiken, dann streiken wir für unsere Belange, aber nicht etwa gegen den Staat oder um was umzustürzen, sondern genau deswegen. Das in einem Zeitungsartikel würde fast gar nichts bedeuten. Das wäre genauso vergessen wie die DDR-Artikel heute auch. Das hat er bemerkt. Dann hat er versucht, das Buch zu machen und dasselbe bemerkt. Die Darstellung dieser Sorte Land in dieser Sorte Umbruchssituation und auch Neuheitssituation, erzwungen durch die Deutschen überwiegend, durch die Verfolgung der europäischen Juden, dass sich der Staat Israel dann da bilden musste, muss man geradezu sagen, war auch als Buch nicht darstellbar. Und was heißt das in Bezug auf die Aktualität? Offenbar hat die Arbeit mit der Kamera, die er sich dann besorgt hat und dahin gegangen ist, nicht nur eine andere Aufnahmeweise bewirkt, sondern eine andere Sicht auf dieses Land. Und das sieht man in allen Landsmann-Filmen. Er redet mit Leuten so, die Kamera steht da, die wissen, dass die Kamera da steht, die wissen manchmal sogar, die Situation ist inszeniert. Auch im Shoah-Film gibt es ganz viele wiederholende, inszenierte Situationen. Der Friseur aus dem Konzentrationslager, der seiner Schwester die Haare scheren muss, bevor sie in die Gastkammer geht und ihr das nicht sagt, kann darüber nicht sprechen. Er kann erst darüber sprechen, als Kurt Landsmann ihm jemand auf den Friseurstuhl setzt und er macht die Haarschneidebewegung und er wiederholt diese Szenerie. Das heißt, er wird der Schauspieler seiner eigenen Existenz auf einer Ebene vor der Kamera. Das sieht man schon bei den, in Anführungszeichen, Darstellern ihrer selbst in Purkua Israel. Und das ist ein Verfahren, das auf der Ebene des sogenannten Dokumentarismus, der eben keiner ist, es gibt streng den Unterschied zwischen Dokument und Fiktion auf der Ebene eben nicht, dass er darüber zwar keine theoretischen Artikel geschrieben hat, aber in seiner Arbeit zeigt, dass diese Differenz nicht existiert zwischen sogenanntem Dokument und sogenannter Fiktion, dass es ineinander übergeht und dass der Zeitungsartikel das nicht schafft, auch das Buch das nicht schafft, in seine Spalten zu bekommen, sondern tatsächlich die Kamera. Das ist die Vorführung dessen, dass wenn man von authentischem reden will, die Kamera das Gerät ist, das das schafft, dass wir, was wir jetzt Aktualität nennen, dass wir den Film als nicht veraltet sehen, das ist genau dieser Umgang mit der Kamera und diese Sorte Realität aufzunehmen und uns darzustellen. Und den ideologischen Satz dazu liefert dieser Hafenarbeiter. Es muss alles drin sein. In einer Gesellschaft muss alles drin sein. Reiche, Arme, Verbrecher, die für die Armee arbeiten, die, wie der Satz im Film heißt, nicht, sie helfen nicht der Armee, sondern die Armee hilft ihnen. Umgekehrt wie eine Resozialisierung. Auf dieser Ebene fällt alles Ideologische und Propagandistische weg. Einfach, weil es eine Arbeit mit der Kamera ist, die auf das, was Claude Lanzmann vorhin Suche nach Wahrem genannt hat, Empathie. In dieser Redeweise, er ist ja oft in seinen Nachfragen nicht gerade höflich oder freundlich, sondern eindringend, manchmal grob und sagt, sag das nochmal, was meinst du denn damit? Erzähl auch die Geschichte nochmal so, dass das nie ein Überfall in die Person ist, sondern immer mit der Kamera daneben das Bewusstsein, sowohl von ihm wie auch von dem Befragten, da ist ein Drittes, das diese Sachen aufzeichnet auf einer Ebene, die sich unseren Absichten entzieht. Wir filmen hier nicht die Absichten von Landsmann, auch nicht die von mir, sondern ein Verhältnis zwischen mir und Landsmann über die Kamera. Und das, glaube ich, macht die nicht verschwindende Aktualität dieser Sorte Film aus. Und das gilt für alle Landsmann-Filme.
Der Film heißt Warum Israel? Warum Israel ohne Fragezeichen? Nachdem er erschienen ist, veröffentlicht wurde in den USA, wurden Artikel des Öfteren mit Fragezeichen hinter dem Filmtitel veröffentlicht. Claude Lanzmann besteht darauf, und das ist ja auch klar, weil warum als eben nicht als Fragestellung gemeint ist, sondern als, Erklärung, dass dieses kleine Fragezeichen eine neue Sichtweise auf den Film durch den Krieg gebracht hat. Wie leicht hat man es sich gemacht, dem Film mit dem Fragezeichen eine vermeintlich andere Bedeutung geben zu wollen? Ja, in diesem Fall an Claude Lanzmann. Der Titel wurde ja praktisch geändert, in Überschriften, die über den Film. Er sagt, er ist sich nicht darüber im Klaren, dass über den Film, dass bei dem Film ein Fragezeichen hinzugefügt worden ist in bestimmten. Das habe ich nie gesehen. Je n'ai jamais vu ce que tu dis. Ich habe niemals den Film mit diesem. Wenn über den Film gesprochen wurde. Ja, wo ist das publiziert? Oder weil er sagt, ihm ist das nicht bewusst, dass das, wenn über den Film geschrieben wurde, dass da Fragezeichen hinzugefügt wurde. Il n'y a pas de point d'interrogation dans ce film, mais il n'y a pas. En parlant du film. Je n'ai pas. C'est pas moi, ça. Non, justement, mais on a parlé du film à faux et à faux, on y a mis un point de virgule, non? Jamais. Aux États-Unis, non, jamais. Il n'y a pas de point d'interrogation. Pourquoi Israël, c'est. Voici pourquoi Israël, c'est les raisons. Il n'y a pas de. Also, bei meinem Film les raisons gibt's sont kein données Fragezeichen, dans le film. C'est pas. Ja. Jamais je n'aurais fait ça. La question est totalement obscène. Es wäre obszön, da ein Fragezeichen hinzusetzen. Ganz genau. Worauf, ja. Du müsstest, glaube ich, nochmal, worauf du beziehst. Er weiß es nicht. Je ne suis pas Spielberg, excuse-moi. Ich bin nicht Steven Spielberg, tut mir leid. Ja, gut, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Nein, letztlich, worauf ich hinaus möchte, ist, dass dass dieser Film ja auch in Hamburg zum Anlass genommen worden ist, in Hamburg eine Kinovorführung zu blockieren. Und die Frage ist eben, wenn man diesen Film gesehen hat und wenn wir gehört haben, wie dieser Film entstanden ist, wie es sein kann, dass ausgerechnet dieser Film so ins Rampenlicht gezerrt wird, dass dieser Film zum Anlass genommen wird. Eine Frage vielleicht an Hermann Gremlitzer. Ja, vielleicht kann ich das mit einer kleinen Episode, die gerade mal 8 Tage alt ist, beantworten. Es liegt am Klima eines Landes, in dem folgender Vorgang medial möglich ist. In Israel findet eine kleine Demonstration statt gegen die Blockade des Gazastreifens. Darüber berichtet die Tagesschau um 20 Uhr nicht als Nachricht, sondern als Film und interviewt den Anführer dieser Demonstration, Uri Avneri, der sich darüber beklagt, dass so gut wie niemand zu dieser Demonstration gekommen ist. Am Tag darauf, im Heute-Journal bei Herrn Kleber, wieder ein Film, diesmal zwar wird auch
die geringe Größe dieser Demonstration, aber ausführlich ihr Anliegen vorgestellt. Nun habe ich gar nichts gegen die Verbreitung von Nachrichten. Aber das kam mir so vor, als würde, sagen wir mal, bei NBC eine Aufmachermeldung laufen, die die Besetzung des Audimax in Hamburg durch 25 Studenten zum Inhalt hat, inklusive Film und Interviews. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, die Gier nach Nachrichten, in denen Kritik, egal welcher Art, an Israel geübt wird, scheint fast unstillbar zu sein und geht über jede sonst einigermaßen eingehaltene professionelle Einstellung hinaus. Liegt völlig außerhalb dessen. Es sind, Sie finden das in unzähligen Beispielen, die wir auch in konkret dokumentiert haben. Also ich will die jetzt hier nicht referieren, kann es auch nicht. Ich habe das Material natürlich nicht dabei. Dass jetzt dieser Film von Claude Lanzmann von Leuten, von denen ich mal annehme, 99%, ich weiß nicht, ob es 99 Leute waren, also da könnte die Rechnung dran scheitern, also von so gut wie keinem, der da protestiert hat, angesehen worden ist vorher, dass kaum einer den gekannt hat, es genügte vollständig, dass es Pourquoi Israel hieß, offenkundig nicht zu übersetzen mit Warum Israel, sondern Darum Israel, und dass eine Gruppe, die als israelfreundlich galt oder gilt, diese Vorstellung organisiert hatte. Das wirft wieder ein Licht, aber ich weiß nicht, es wird allmählich langweilig, wie eine Drehorgel, auf die Verhältnisse in diesem Land. Und was soll man dazu sagen? Man kann, ich nehme an solchen Veranstaltungen wie dieser hier nur ungern und selten teil, weil ich, was ich zu sagen habe, besser schreiben kann. Habe mich aber entschlossen, die Einladung anzunehmen, weil ich dachte, man müsse hier in diesem Fall einen Standpunkt zeigen und habe damit eigentlich meine Aufgabe hier schon erfüllt. Vielleicht darf ich eine kleine Anmerkung zu dem, was Claude Lanzmann gesagt hat, machen. Er hat mehrfach die Aktualität des Filmes Pourquoi Israel betont. Und da ergibt sich ein kleines Erstaunen in einem Punkt. Als ich mir diesen Film angesehen habe, habe ich gedacht, wo sind die Palästinenser? Wo ist die Hamas? Selbst die damals natürlich nicht virulent war. Wo ist die PLO? Wo sind die Kader, die mit Sprengstoffanschlägen kämpfen? Wo ist das alles? Das kommt in diesem Film tritt seltsam in den Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das anderen auch aufgefallen ist, aber mich würde interessieren, wie Claude Lanzmann das sieht. C'est simple pour moi de répondre. Darauf kann ich sehr einfach antworten. Pour commencer, les Palestiniens, on les voit. Also zunächst mal, man sieht die Palästinenser auch in dem Film. On les voit dans ce film. Ce sont des ouvriers.
qui construisent des maisons, qui portent, qui ne parlent pas. À la fin, il y a des paysans palestiniens qui parlent. Man sieht sie in dem Film, sie reden avec des gens de l'armée israélienne qui parlent arabe. Mais oui. Also zunächst mal, man sieht sie, sie sind in dem Film enthalten, aber sie sprechen nicht, sie sind Arbeiter, sie führen einfache Arbeiten aus, Hausbau oder sowas. Ganz am Ende sprechen sie dann mit den israelischen Polizisten, die Arabisch mit ihnen reden. C'est par honnêteté que les Palestiniens n'ont pas la parole dans mon film. Ich habe den Palästinensern aus Anstand nicht die, sie sprechen aus, es ist Zeichen meines Anstands, dass ich ihnen nicht die, das Wort erteilt habe. Les Palestiniens sont l'objet du discours israélien. Les Israéliens ne parlent que de ça. Die Palästinenser sind der Gegenstand aller Gespräche der Israelis. Die reden im Grunde über nichts anderes in den ganzen Film über. Mais ça n'était pas à moi de faire. On peut pas être dans deux camps à la fois. Aber man kann nicht in zwei Feldern gleichzeitig sein. Es wäre nicht meine Aufgabe gewesen, auch den Palästinensern das Wort zu erteilen. Ça n'était pas à moi de faire un film sur les Palestiniens. C'est aux Palestiniens eux-mêmes de faire leur film. Es ist nicht meine Aufgabe, einen Film über die Palästinenser zu machen. Das ist Aufgabe der Palästinenser, einen Film über sich selber zu machen. Voilà ce que j'ai à vous répondre. D'ailleurs, ils essayent en ce moment. Ils font des films qui sont, à mon avis, ne sont pas très bons. Das wäre meine Antwort darauf. Darüber hinaus, die Palästinenser fangen ja an, Filme über sich selber zu machen, die meiner Parce Meinung nach nicht leur so leur réalité sind. A peu de choses à voir avec leur propagande, avec ce qu'ils en disent. Mais j'aurais parfaitement pu faire un film. Quand j'ai fait Tsahal, par exemple, mon film Tsahal, Yitzhak Rabin, celui qui a été assassiné, qui était ministre de la Défense à l'époque. Il avait vu Shoah, qu'il l'avait terriblement impressionné. Il m'a demandé si je ne pourrais pas envisager de faire un film sur la guerre d'indépendance d'Israël. Et je lui ai répondu non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que ça n'est même pas la question de la vérité qui se pose. Il y a le discours israélien et il y a le discours palestinien. Et ce ne sont pas les mêmes. Traduisez ça. Zunächst noch, die Realität der Palästinenser ist nicht dieselbe. Sie steht nicht im Übereinklang mit ihrer eigenen Propaganda. Das ist das Problem der palästinensischen Filme, die zurzeit entstehen. Und mir ist im Grunde vorgeschlagen worden, einen Film mehr in die Richtung zu drehen. Yitzhak Rabin, der Premierminister, auf den das Attentat verübt worden war, hatte, als er noch Verteidigungsminister war und Shoah gesehen hat und sehr beeindruckt von Shoah gewesen war, hatte mich gefragt, ob ich nicht einen Film über den Unabhängigkeitskrieg machen könnte. Und das habe ich abgelehnt, weil ich gesagt habe, es gibt einen israelischen Diskurs und es gibt einen palästinensischen Diskurs und die passen nicht zusammen. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça. Mal. Es ist versucht. Essayé sans réussir. Un type comme Amos Gitai a essayé vaguement de faire quelque chose comme ça. Ça donne des très mauvais films. C'est pas ça une œuvre. Andere Filmemacher haben versucht, solche Filme zu drehen. Amos Gitai zum Beispiel hat es versucht, aber meiner Meinung nach ergibt das sehr schlechte Filme. Et j'ai réfléchi, j'ai dit à Rabin, non, je ne ferai pas un film sur la guerre d'indépendance. Je ne peux pas à la fois raconter la guerre d'indépendance du point de vue des Israéliens et la raconter du point de vue des Arabes, des Palestiniens. C'est impossible. Und deswegen habe ich eben Rabin geantwortet, nein, es ist unmöglich, einen Film zu machen, der gleichzeitig beide Standpunkte vertritt. Ja, aber ganz so krass, ganz so krass. Das war finir. Par contre, je peux faire un film, parce que ça m'intéresse, et ça a donné de Sahal,
sur la réappropriation de la violence par les Juifs. La réappropriation de la violence, de la force. Qu'est-ce que c'est qu'une armée juive? Qu'est-ce que cette conquête? C'est une véritable conquête. La question du courage, la question des armes, qui est centrale dans Tsahal, etc. Bon, et ça, c'est le film que j'ai fait. Mais je ne vais pas raconter la guerre d'indépendance. Il faudra que je passe un massacre commis par les Palestiniens à Hébron en 1929, un village détruit par des Israéliens plus tard, à Deir Yassine, etc. Ça n'a aucun sens. C'est un conflit qui dure depuis déjà plus de 100 ans. Et les choses ne vont pas se régler par un coup de baguette magique. Et en un sens, les choses sont bien pires aujourd'hui que quand j'ai tourné. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les accords d'Oslo, les Palestiniens sont armés, enfin, etc. Et on parle tout le temps de la paix de plus en plus, mais personne ne veut être le premier mort de la paix ou le dernier mort de la guerre. C'est-à-dire la violence est bien plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était. Je vais traduire, oui. Also um das nur noch mal klar zu machen, einen Film über den Unabhängigkeitskrieg kann ich nicht machen, der beide Diskurse quasi beinhaltet. Ich kann nicht zuerst von dem einen Massaker reden und dann ein Massaker, das die Palästinenser an einem jüdischen Dorf ausüben und dann an die Israelis an einem palästinensischen Dorf ausüben. Das würde gar keinen Sinn machen, so etwas so darzustellen. Und es ist ein Konflikt, der ja schon 100 Jahre alt ist, der sich nicht so einfach auf Knopfdruck beseitigen lässt. In gewisser Weise ist der Konflikt schlimmer geworden nach den ganzen Friedensverhandlungen, weil die Waffenlage eine andere geworden ist. Also darüber kann ich keinen Film machen. Worüber man einen Film machen kann und worüber ich auch einen Film gemacht habe, ist der Film Zahat, den ich gedreht habe, über die Wiederaneignung der Gewalt durch die Juden. Einen Film darüber, wie das jüdische Volk die Waffengewalt quasi wiedererlangt hat, den kämpferischen Mut, den kriegerischen Mut sich wieder angeeignet hat. Also darüber habe ich einen Film gemacht, darüber kann ich einen Film machen, aber nicht einen, der beide Seiten gleichzeitig versucht zu behandeln. Aber an dem Punkt kann man doch ruhig hinzufügen, dass ganz so krass, wie Sie es jetzt sagen, Sie es in Tsahal ja gerade nicht machen. In Tsahal gibt es ja eine längere Passage mit Palästinensern im Gazastreifen, an den Kontrollen, an den Checkpoints, wie sie ihre Koffer auspacken müssen, wie sie ihre Kleidung durchsuchen lassen müssen, um nach Israel zu kommen und zurück. Und Claude Lanzmann redet ja da mit ihnen. Es ist auch da der Fall, dass man immer sieht, wenn man mit Leuten spricht, wenn die Kamera da steht, dass dann auch die Feindschaft verschwindet. Es ist also durchaus, also gerade Claude Lanzmann zeigt an der Stelle, dass es möglich ist, auch in der Situation in Sahal mit den Palästinensern zu sprechen. Und er spricht mit den Siedlern und er spricht mit einem der Siedlerführer. Und der Siedlerführer sagt, dieses Land hier gehört uns seit 4000 Jahren. Und Claude Lanzmann steht da und lächelt und sagt, was redest du denn für einen Scheißdreck? Denn kein bisschen ist das so. Die ganze Welt findet, was ihr hier macht, unsinnig. Es gibt also auf der Ebene durchaus eine Vielseitigkeit des Sprechens, die aber immer nicht propagandistisch wird, weil das Sprechen des anderen immer genügend berücksichtigt wird. Die Palästinenser, mit denen er spricht, können reden. Die Soldaten im Gazastreifen reden auch. Die sagen, oh Gott, wir werden hier beworfen mit Steinen von kleinen Kindern und müssen auf die schießen. Wir wollen das nicht. Ab und zu treffen wir einen. Aber eigentlich ist uns das unangenehm. Und die Soldaten sagen sogar, Intifada, wenn wir anstelle der Palästinenser wären, würden wir genauso handeln. Wir verstehen die ja sehr gut. Wir müssen uns hier so und so verhalten. Das kommt alles in den Filmen ja vor. Das ist in Sahal alles drin. Insofern ist das tatsächlich nicht nur jetzt etwa israelischer Standpunkt und ich kann mit denen reden, sondern immer, wenn das, ich will das jetzt mal einfach, menschliche Kamerasituationen gibt, dann kann gesprochen werden und dann kommt eine Sorte Realität raus. Und das nähert sich dem, was ich immer denke, was als
was auch die sprechenden Leute in diesem Film vorhaben. Sie wollen eigentlich eine Politik oder eine Gesellschaft ohne Krieg. Oder sagen wir mal, ohne Feind. Ohne Krieg geht ohne Feind. Es geht nicht primär um den Feind. Es geht darum, dass sie sagen, wir sind hier in einer Klemme und müssen uns kriegerisch verhalten. Aber eigentlich wollen wir das Denken ohne Feind. Und das denken die Palästinenser, die in dem Film sprechen und gefragt werden, auch. Und es gibt ja, und das ist in Deutschland ja am unbekanntesten, es gibt eine ganze Menge Gruppen in Israel, die mit Palästinensern arbeiten. Zum Beispiel Tal Yush. Das sind Studenten, das sind Unileute, Akademiker, das sind Arbeiter. Die gehen in die palästinensischen Gebiete, wenn sie abgesperrt sind, bringen Wasser, bringen Nahrung, bringen Kleidung. Ab und zu wird sogar einer von ihnen erschossen, von der israelischen Armee. Das sind ja alles Kräfte, die in der israelischen Gesellschaft vorhanden sind. Davon steht hier in der Presse alle Jahr mal ein kleiner Artikel. Die Mehrheitsverhältnisse sind da ganz knapp. Die Rechte, die immer gewinnt, 2% mehr wie hier. 3% andersrum sieht die Regierung völlig anders aus. Tel Aviv ist eine völlig westliche, relativ freie Stadt. Jerusalem ist ein Bollwerk und genau das Gegenteil. Wir haben auf der Ebene wirklich wahnsinnig wenig Ahnung und auch von daher lohnt sich jede Minute dieser Filme, trockener Mund, in der Saunahitze hier, ne, die man... Und von daher würde ich auch sagen, also Claude Lanzmann hat vorhin gesagt, er beschönigt nichts. Und das würde ich zum Beispiel nicht so sagen. Denn ich denke, Film, wenn man filmt, was man mag, nämlich mit einer bestimmten Empathie, beschönigt immer. Film ist ein Medium, das Menschen und Verhältnisse verschönt. Und zwar wahrscheinlich, weil er an Traum grenzt. Oder sogar Traum ist, selbst wenn man überwiegend in Anführungszeichen dokumentiert. Und das, was die Dokumentarfilme von Lanzmann an sich haben, ist diese Seite Traum von Friedlichkeit. Einfach durch die artistische Arbeit, die da gemacht wird, ganz unabhängig jetzt davon, teile ich die politischen Standpunkte der Palästinenser oder nicht, sondern, um das nochmal zu sagen, und das ist auch eine Art Wunder des Films oder der Kameraarbeit, dass sie das hinbekommt. Immer mal wieder, wenn jemand diese Geräte richtig in der Hand hat, dass so etwas wie Darstellung ohne Feindschaft entstehen kann. Jo. Claude Lanzmann fragt, ob wir nicht aufhören wollen. Wir reden über die Schönheit von Filmen und über die Logik des Krieges und wir reden über eine gesprengte Kinovorführung zu einem Zeitpunkt, wo Israel offen mit der Auslöschung gedroht wird aus dem Iran. Ist das ein taktloser Moment oder wie soll man das, oder was ist da eigentlich passiert, als ausgerechnet dieser Film nicht aufgeführt werden konnte in Hamburg? Wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf. Das ist ja nicht was ganz Neues. Ne? Das ist ja nicht etwas, was von 2009 oder 2010 passiert, sondern wenn vorhin gesagt wurde, okay, 1973, Hamas war nicht vorhanden, aber den Quellen kann man entnehmen, dass 1968 in Frankfurt auf Tritte des israelischen Botschafters verhindert wurden von Studenten mit dem Sprechchor Ha-Ha-Ha, El Fatah ist da. Ha-Ha-Ha, El Fatah ist da, nicht Hamas. Und wurde geschlossen, fand in verschiedenen Städten statt. Wenn ich gewusst hätte damals als SDS-Mitglied, dass meine Frankfurter Genossen sowas machen oder entsprechendes in Münster, Hamburg, Berlin, Ähnliches passiert, wäre ich aus dem Verein ausgetreten. Glücklicherweise war der SDS ein sehr dezentralisierter Verein. In Freiburg, sage ich mal, passierte sowas nicht. Soweit ich weiß, in Heidelberg und Tübingen auch nicht. In anderen Städten, ja. Es gab schon nach dem Sechstagekrieg gab es eine starke Fraktion, nennen wir das mal so, innerhalb der deutschen Linken, die auf der Ebene Israel muss weg,
absolut und ohne weiteres Nachdenken auf der Seite der Palästinenser argumentiert hat. Ich fand das damals so unbegreiflich wie heute, weil selbst niemand, ich würde immer davon ausgehen und immer sagen, wo Armeen sind, wo Soldaten sind, sind auch Verbrechen. Ist Ungerechtigkeit, ist Tötung, ist Mord. Das kann auch bei der israelischen Armee nicht anders sein. Und das zeigt ja gerade im vorletzten Jahr der Film von Le Vollmann, Walls with Bashir, sehr deutlich, ein offiziell mit israelischen Mitteln geförderter Film, der zeigt, wie israelische Soldaten den Libanon-Feldzug nicht aushalten und in ihren Albträumen nachzugehen, versuchen mit Psychoanalytikern, Animation-Film und mit der Frage, haben wir uns im Libanon bei der Beleuchtung der Zerstörung zweier Palästinenserlager nicht so verhalten wie die Nazis mit dem Warschauer Ghetto? Das sind Fragen, die sich israelische Filme heute stellen können. Man braucht also, und die eben erwähnten israelischen Gruppen, die der offiziellen Politik gegenüber kritisch sind, noch dazu. Es braucht von daher, und das hat mich damals so beschämt wie heute, dass deutsche Leute nur wirklich genug damit zu tun hätten, die Folgen des Narzissmus im eigenen Land zu beseitigen, einschließlich dessen, was in Anführungszeichen unsere Soldaten jetzt in Afghanistan machen, Grüne, SPD, die Bundeswehr befreit haben, damit sie endlich tätig werden kann. Deswegen durften sie in die Regierung, das ist der einzige Grund, und dann wieder raus. Antimilitaristisch kann man hier wunderbar arbeiten, kämpfen, argumentieren auf vielen Ebenen und braucht dazu kein einziges Argument. Und das ist wie so eine Verdrängung von all dem. Israel, wenn wir die am Wickel haben und dabei nicht mal bemerkt wird, dass welche Sorte Fortsetzung eines wirklich idiotischen Antisemitismus das ist. Und ich nenne das immer und nenne das seit Jahren, das sind Linke mit, die haben zwar linke Ideologie, aber emotional und in der Verhaltensweise sind sie nicht nur rechts, sondern Rechtsradikale. Es gibt innerhalb der Linken einen bestimmten Prozentsatz Rechtsradikale, die linke Ideologie als Selbstschutz benutzen, um ihren Quark durchzubringen. Genau wie das bei den Feministinnen 15% Verbotsfrauen gegeben hat, dass das und das und das nicht sein soll, mit rechter Emotion. Es gibt linke Ideologie und emotives Rechtsein. Das muss man in all diesen Gruppierungen sehen und das schlägt in so einem Fall durch. Und das ist seit Ende der 60er so bis heute. Eine bestimmte Gruppierung innerhalb der Linken nutzen fortschrittliche, emanzipative linke Ideologie, um ihren rechtsradikalen Scheiß durchzusetzen. Claude Lanzmann möchte darauf antworten. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Klaus Tevelet, ce qui me frappe, moi, ce que je trouve absolument insupportable, c'est ce qu'on appelle l'échange des rôles. Ich bin mit dem, was Klaus Tevelet sagt, völlig einverstanden. Und was mich persönlich dabei sehr verblüfft, ist dieser Rollenwechsel, der stattfindet. Et avec une facilité formidable, les Israéliens deviennent des nazis, deviennent des bourreaux, les Palestiniens deviennent des victimes absolues. Mit einer ungeheuren Leichtigkeit macht man aus den Israeliten, aus den Israelis, die Nazis, also die Schlechter und die Henker, und aus den Palästinensern werden die absoluten Opfer stilisiert. C'est ce qu'on appelle, je crois, les rouges bruns. Oui, les rouges bruns, on dit. Die braunroten, ach so, ja, man nennt das eben die braunroten, ja. Les rouges bruns, parce que accueillir les gens qui viennent voir ce film en uniforme de comédie de l'armée israélienne et avec des fusils noirs, etc., et commencer à leur taper dessus en les traitant de Schweine, Juden, quelque chose comme ça. Parce que ce sont les mots qui ont été employés, ce sont les insultes. Ce sont des insultes proprement nazies. Bon, ce sont des insultes nazies qui sont reprises par une soi-disant gauche radicale. Bon, c'est ce que j'appelle l'échange des rôles, l'inversion et la perversion. Mais on a déjà vu ça. On a vu ça à NTB. Je traduis.
denn eine, Leute, die sich, die kommen, um sich diesen Film anzuschauen und sie zu empfangen in einer israelischen Armee aus dem Kostümfundus, die dann dieses Publikum beschimpft als Judenschweine, was ja einer der klassischen Nazi-Beschimpfungen ist. Das ist natürlich, also ist genau das, was ich meine mit diesem Rollenwechsel. Das ist aber nicht neu, das haben wir schon erlebt. On a déjà vu ça à NTB, quand des Allemands, membres de je ne sais quelle fraction armée rouge, gardaient les passagers juifs et séparaient les passagers juifs des autres. Enfin, c'était des Allemands qui faisaient cela. Quoi? NTB, vous n'avez jamais entendu parler? C'est trop jeune. Ja, das haben wir ja schon erlebt. Das Publikum kommt schon seit 76 bei der NTB, wo die, wo eine Besatzer quasi Flugzeugbesatzung nach Juden und Nichtjuden aufgeteilt wurden. Und also das ist schon, das haben wir schon erlebt. Enfin, il suffit de, faut pas chercher tellement. Il suffit de prononcer le mot Israël. Il y a des gens qui deviennent fous. Je veux dire, il y a une sorte de diabolisation absolue d'Israël. Es gibt eine, bon, maintenant, eine... on peut parler autant que vous voulez de des guerres, de la violence, de Gaza. Je n'ai pas envie de parler de ça, mais s'il faut le faire, on le fait. Bon, mais je n'ai pas... J'en ai marre maintenant. Je n'avais pas du tout envie qu'on aborde ces questions-là. Je pense que aucun pays, aucun État ne supporterait que ces populations civiles soient systématiquement bombardées par des roquettes ou des fusées année après année. Et on vise n'importe comment, on ne vise pas précisément, on vise les civils. Alors Israël, c'est le contraire, Israël tue en faisant des bombardements ciblés. C'est ça qui est intéressant. Es findet zurzeit eine absolute Verteufelung Israels statt. Bei bestimmten Leuten reicht es, dass man den Namen Israel erwähnt und schon gehen die ab. Wir können jetzt natürlich noch endlos lange über Krieg und Gaza und irgendwas reden. Wenn ich ehrlich bin, habe ich da gar keine Lust zu. Ich wollte gar nicht, dass darüber geredet wird und irgendwo hängt es mir auch ein bisschen zum Hals heraus, diese endlosen Diskussionen darüber, denn man muss ja irgendwie klarstellen, kein Staat und kein Land der Erde würde es akzeptieren, dass die Zivilbevölkerung Jahr ein Jahr aus bombardiert wird. Und zwar, was man sich immer in Erinnerung rufen muss, eben mit ungezielten Bombardierungen. Das heißt, es wird irgendwie geschossen, im Grunde die Zivilbevölkerung, wohingegen der israelische Staat ja gezielte Angriffe macht, die also ein bestimmtes Ziel verfolgen und nicht einfach in die Zivilbevölkerung reinschießen. Ja. Mais j'ai pas du tout envie de parler de ça, ça ne m'intéresse pas. Aber so richtig, das, ich will da eigentlich gar nicht drüber reden und da würde ich lieber vorher aufhören, weil es nervt mich. Darf ich noch eine Kleinigkeit sagen? Also mir ist unwohl bei diesen 10 oder 15%. Vom Ansatz her. Also natürlich ist erstaunlich, dass nach einer jetzt bestimmt 20 Jahre andauernden Diskussion über Antisemitismus in der Linken, da immer noch was übrig geblieben ist, also solche antiimperialistischen Hühnerhaufen wie hier in Hamburg. Aber wenn wir die auf 15% definieren, dann sind es ja nur die Deppen. Was in dies, und es kaschiert dann etwas, was in der Gesellschaft insgesamt los ist. Es ist ja nicht so, dass es sich, dass hier sozusagen, das ist der antisemitische Kern der deutschen Gesellschaft. Pustekuchen. Überhaupt nicht ist er das. So der Antisemitismus dieser Gesellschaft geht über die ganze Breite des politischen Spektrums und ist auf allen Ebenen zu finden und macht nicht auch auf die Gesellschaft bezogen, nicht 15% der Leute aus, sondern wenn man es einigermaßen hart definiert, was Antisemitismus ist, dann geht es über die 50% weg. Und nur, weil viele gelernt haben, dass man sich so oder so besser nicht äußert, weil es dem Export schadet und weil man nur Ärger kriegt und weil man sonst wie Herr Hohmann vielleicht doch mal aus der Fraktion geschmissen wird, halten die meisten die Schnauze. Aber
untergründig in ihrem, wenn man ihre Reden sich anguckt, die Struktur ihres Denkens enthält all das, was man zu Recht als Antisemitismus definieren muss. Und deswegen wird mir, wenn so diese kleinen... Sagen wir Rassismus über 50, würde ich auch sagen. Ja, wenn wir diese kleinen Gruppen dann nur ausstellen, als ging es um die, ist ein bisschen wenig. Also es geht schon weiter bei der Linkspartei, wenn der außenpolitische Sprecher der Linkspartei und oder die beiden, die dafür zuständig sind, zwei ehemalige Hamburger, ein Hamburger ehemaliger SPD-Mann, ein Hamburger DKP-Vorsitzender, sich bei der Hisbollah und bei der Hamas die Klinke in die Hand geben und mit den Erkenntnissen, was für ungeheure Widerstandskämpfer das seien und dass man mit denen ins Geschäft kommen müsse, nach Hause zurückkehren. Und dann zeigt das auch für diese Partei, die diese Leute ja offenkundig nicht loswerden kann, sondern in ihren Ämtern belässt, dass auch dort ein an die 50% reichendes Potenzial für solches Denken herrscht. Genau. Der Grund, warum wir hier sitzen, war ein Anruf Claude Lanzmanns, wo er sich verwundert gezeigt hatte, dass die deutsche Presse überhaupt nicht reagiert hat auf den Vorfall in Hamburg, worin er eine Ignoranz gesehen hat gegenüber, er hat es als Aristokratie oder eine vermeintlich aristokratische Hochnäsigkeit bezeichnet gegenüber einer Gruppierung, die man sozusagen offenbar ignorieren kann. Was wir heute Abend hier versucht haben, ist nochmal ein wenig weiter zu gehen und über Antisemitismus zu sprechen und vor allem aber eben auch am Beispiel von Pourquoi Israel über den Film selbst. Ich bedanke mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ja, und einen schönen Abend.